Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und auch heute an meiner Seite der gute alte Tom Arte. Ja, und er hat uns irgendwas Feines mitgebracht. Erzähl. Hallo Arti, hallo junges Gemüse. Genau, wir machen heute mal ein bisschen was Besonderes. Und zwar, ich selber interessiere mich so ein bisschen für Speedruns. Ich habe da so einen Kanal abonniert auf YouTube, der heißt Games Done Quick. Das kennen bestimmt viele von euch. Und da gibt es zweimal im Jahr veranstalten die so einen Marathon, der geht eine Woche lang. Und da tun verschiedene Speedrunner halt Videospiele möglichst schnell durchspielen. Also das ist Speedrunning. Jemand setzt sich hin und will ein Spiel ganz schnell durchspielen. Meistens indem er jeden Glitch ausnutzt, jeden Bug, den es in dem Spiel gibt, scheißegal. Hauptsache, du kommst schnell durch vom Anfang bis zum Abspann. So, und von diesem Games Done Quick, von diesem Event, was immer in der Woche geht, gibt es jetzt auch einen Ableger für Frauen. An sich, die nennen sich die Frame Fatals, also die Frame wie, also ein Computerspiel besteht aus einzelnen Frames, die ablaufen. Das sind die Frame Fatals, so nennt sich die Gruppierung, sag ich mal. Und dann gibt es als Events das Frost Fatal im Winter. Das lief jetzt eine Woche lang. Und dann gibt es nochmal Flame Fatal im Sommer. Das Sommer-Event für Frauen und das Winter-Event für Frauen. Und jetzt vom 3. bis 10. März lief das Winter-Event für Frauen, Frost Fatal 2024. Und mir wurde das halt immer in meine YouTube-Timeline gespült. Und warum wir uns das jetzt betrachten, ist einfach, was mir schon an den Thumbnails immer aufgefallen ist. Moment mal, das spielen hier Frauen, aber bei vielen Frauen würde ich doch sagen, ist das nicht vielleicht ein Mann? Und deswegen haben wir hier auch diese Zähler unten an unserem Bildschirmrand, die euch der Arti eingebaut hat. Und zwar würden wir jetzt mal Folgendes machen: Wir würden uns einfach mal durch die Clips klicken. Wir schauen die uns natürlich nicht komplett an und geben einfach mal eine Einschätzung. Der spielt, ist das jetzt wirklich eine Frau oder ein Mann? Und dann können wir am Ende gucken, Es gibt ja, nur wie hoch. zwei. Ja, es gibt bei uns nur zwei Geschlechter. Wir sind da ganz binär unterwegs. Es gibt Frauen und Männer. Ja, und wir können dann am Ende mal so ein bisschen darüber Resümee ziehen. Also ich würde mal meine Wette abgeben, dass hier von mindestens 25% sind Männer von den Leuten hier. So wenig, ja. Okay. Ja, wobei das schon, finde ich, eine enorme Transquote ist. Ich sag Also 40. von mir aus wäre ich sogar auch okay, Damit es mal hier ein ja. bisschen Spannung aufbaut Ja, okay, gut, genau. hier. 25% gegen 40%, das ist gut. Okay, und dann können wir am Ende sehen, wie hoch wir liegen. Ihr Zuschauer könnt natürlich auch gerne schon jetzt einen Tipp abgeben. Macht einen Zeitstempel rein, gebt jetzt auch einen Tipp ab. Und dann schauen wir, wie gut wir alle dastehen. Gut, wollen wir mal reinschauen Ja, in den lass mal ersten mit der Clip? Waffensuppe anfangen, Genau, wir lassen das mal laufen und hören erstmal so ein bisschen auch die Stimme und das Gesicht dazu. ja? And today we're going to be doing the new game plus run. So we're going to start with a save file that has max level and starts with the dash. So we're going to go very fast and kill everything in one hit. So, Also, das reicht uns plus schon als eins für Männer, Eindruck. oder? Ich würde auch sagen, plus eins für Männer. Also, ganz ehrlich, das ist doch Mann, also schon der Adamsapfel, der da zu sehen ist. Und ja, nee, das ist ein Mann, das sieht man nun mal einfach. Auch Trotz der die langen Stimme, Haare. also. Ja, ja, Ne. ja. Übrigens, liebe Zuschauer, ihr seht ja in dem Bild, unter dem Gesicht von diesem Typen steht Waffle Soup und eine 1, das ist halt der Spieler 1. Also er nennt sich Waffle Soup und rechts unten steht She Her, also das sind seine Pronomen. Er selbst empfindet sich natürlich als Frau. Und darunter übrigens haben wir Sich noch viel Mühe C. Ja, gegeben. darunter haben wir noch C und H. C ist immer der Kommentator, also es gibt einen, der dem Spieler zuschaut und das dann kommentiert, wenn der Spieler gerade viel zu tun hat, sich konzentrieren muss, dass halt der Kommentator darüber redet, Ah ja, wie das okay. Spiel funktioniert. Und der Host, das ist einfach der Gastgeber, sag ich mal, der liest halt die Spenden vor. Also das ist ja ein Spendenevent, der liest dann vor, ja, jemand hat hier für $5 gespendet und sagt Folgendes, so, weißt du? Aber die wichtigsten sind natürlich immer hier die Spieler in Spieler, rosa. Genau. Okay, dann würde ich sagen, jetzt haben wir die Regeln erklärt, gehen wir direkt zum nächsten Clip, oder? ja. Ja, gerne. So machen wir es, so fahren wir fort. Gut, dann drücke ich hier weiter. Ich hoffe, das klappt bei dir. So, und es gibt mal hier irgendwo rein, wo wir was hören und sehen. It is very Ah, fun run. okay. Gut, dann mache ich gleich mal Pause. Und zwar haben wir ja nämlich Folgendes zur Erklärung, dass derjenige hat jetzt hier so einen Avatar zu stehen, also keine So wie Webcam an. wir. So, Schön. So ein genau, so ein Windows-Bild. Furry-Avatar auch noch. Vielleicht wollen wir es, wir versuchen mal zu hören auf die Stimme und vielleicht können wir es ja darin bewerten. Ja. Oder? Wäre das eine Idee? Müssen Okay, wir ich lasse ja. mal kurz laufen. Yeah, also, these are bubbles. So, the short version, Kirby can hold up to five things in the stomach, be.
Ich mach Stopp. Ich sag, das ist eine Frau. Ja, bin ich dabei. Ja, gut. Und dann zack zum nächsten. So geht das hier wie Brezel backen. Genau, so, und dann. The score is mostly based on collecting these hearts. Oh, das Big ist hearts and schwierig. little hearts. Nee, das ist eindeutig eine Frau. Also, Lass mal noch ein ach bisschen so, laufen, bitte. okay. And they have a combo. So like each little heart, the first one is worth one, the second one is worth two, the third one is worth Ich three, meine, and durch die so ganze on. Trans-Scheiße And ist for man ja big vorsichtig hearts, the geworden, first ne? one is worth Ja, aber three. das ist sowas von eine Frau, sage ich. Ja. Also ich Das ist fand safe eine jetzt, so Frau. wie sie da sitzt, ja, vielleicht, aber die Stimme, es passt schon. Ja, komm, plus Ja, eins. sie ist nur vielleicht ein bisschen eine verwirrte Frau, weil sie jetzt als Pronomen she, they. Aber ich sag, die ist 100% eine biologische Frau. So, wir machen weiter. On reduced difficulty for two reasons. One, it makes the fights easier. There's not a ton of fights in this game, but it does make the ones that we do have to do significantly quicker, which of So, ich mache hier Stopp. Frau. Ich sag, das ist eine Frau. Ja. Ja. Sehe schon hier, Auch wieder. oh Ja, oh. okay. Interessant, also 40% war vielleicht gewinne ich hochgegriffen. das. Ja, so, jetzt haben Ah, wir, das glaube ich, was. Imperium schlägt Jumping in zurück. here in just a moment, so just double checking. What is the winner of the skin bid war? We have Frog Komm, ist Fan ein as the Mann. winner. Ja, That's da what. brauchen wir, genau, brauchen wir, glaube ich, gar nicht weiter diskutieren. Das ist definitiv ein Mann. Ja. 40% sind back. Du hast den Mannzähler hochgemacht. Wie ist denn Ja. eigentlich der Stand aktuell? Ich sehe den ja nicht. 2-2. 2-2, na ja, Nee, wunderbar. 3-2 für Ach, Frauen. drei. Ah, okay. Interessant. Interessant. So weiter. Making friends, helping people and getting paid for it. What? If that's how you make friends. Exactly. Make Wo away ist das fox and soldier. Feminin? Then all across the world to talk to Was these zur cute Hölle? Moment, jetzt spricht der Kommentator. Now here during attempts. Definitely not. Schwierig. Ich würde aber ehrlich gesagt vermuten, das ist eine Männerstimme, muss ich Naja, es ist sagen. definitiv. Also für meine Begriffe ist es definitiv ein Kerl. Ja, würde ich auch sagen. Ach so, gut. Da sind wir uns einig. Also Männer hoch, Ja. dann nächster Clip. Die Männer schlagen zurück. There's just going to be a playback of inputs. The first thing I'm going to show you is just some tricks so that you kind of have a frame of reference for what's going on when you see it in the task, because it's going to be really fast in the task. So, Plus eins ich für sag, das Frauen. ist Frau, unbedingt. Auch hier wieder auf die Pronomen achten, she, they. Also, das ist krass bei den Speedrunnern, wie viel da irgendwie divers unterwegs sind. Also, ich muss halt ehrlich sagen, wahrscheinlich ist so dieses Speedrunning als Hobby, ist vielleicht auch nicht ganz so gut. Okay. Naja, ich weiß nicht, wenn du nur am Meinst, Rechner wir hätten hier siehst. noch einen Trans-Counter einfügen müssen, vielleicht? Da wären wir jetzt So. schon bei 5 vor 7 oder so. Jetzt muss ich mal gucken, was hier passiert. Wir haben nämlich, ach so, das ist ein Zwei-Spieler-Ding. Das ist ein Oha. Zwei-Spieler-Ding. Wir haben nämlich links Sanyan und rechts Sanyan, haben das Spieler wir, oh 1, und Gott. rechts Spieler 2, und die machen ein Multiplayer-Duell. Wir würden uns einfach mal auf die Frau unten konzentrieren, oder Und den Mann. beide She Say, oh Gott. Ja, beide She-Day, wir gucken mal unten das Hey, Bild. guess what? For the first mage, the number one name was again Jadon. So, good luck with that. As the four Wer ist elemental. denn das in der Mitte? Powers fall apart. Ich glaube, in der Mitte ist wahrscheinlich, warte mal. For you. Ja, interessant, in der Mitte ist bestimmt Spieler 1, weil jetzt spricht gerade Spieler 2, das erkennst du an dem Leggy Starscream rechts, Spieler 2. Ja. Acht mal, wenn jetzt gesprochen wird, dann kommt so eine Animation. Und das ist nämlich, meine ich, eine Männerstimme. Wir hören mal hin. Show up with a crystal. Basic stuff, but the important stuff is right when we start the game, we're gonna do a bit of shopping and a bit of menuing. Also ich sag, Spieler 2, der da spricht, ist ein Mann. Und sie unten im Bild ist eine Frau. Also ich würde sagen, beide Zähler um Und einen die Punkt. unten im Bild ist nicht hier der Co-Host oder sowas? Oder der Nee, sie, nee, Kommentator? nee, sie wird der Spieler sein links. Aber warte mal, was ist denn mit dem Kommentator los? Drei Pronomen? Was? She free, also F-R-E, day. Okay, ja, was auch immer. Scheiße. Oh Völlig irre. Gott, du. Krass. Kannst halt alles eingeben lassen. Oh. Okay, wild, wild, wild. Okay, also ich mache hier einmal Frau, einmal Männer hoch, ne? Genau. Oh! Und ja, ich mache mal Play. And also it's part of the Humble Bundle for CrossFit Tales. So, super recommend it if you like this movement heavy game. We're playing 100%, so we're going to be getting everything in the game. Ja, ich glaube, das ist relativ eindeutig. Es ist ein Mann in Frauenkleidern. Oha.
Ja. Vielleicht hast du mit deiner Theorie doch recht. Machst du den Zähler hoch? Hab schon. Ja, also ich finde sogar langsam, du könntest gewinnen mit deinen 40%. Also wahrscheinlich waren die 25% sehr untertrieben. So, oh ja, jetzt wird es nämlich auch interessant. Freu dich weiter. Ah, und wie gesagt, Leute, nur zur Erklärung, ich habe hier nichts vorausgewählt. Das sind einfach alle in chronologischer Reihenfolge, alle Videos auf dem YouTube-Kanal von dieser Woche, halt von diesem Forced Fatales Event. Ich habe hier nichts vorselektiert oder so. Das sind die Videos, die gekommen sind, wie sie gekommen sind. So, wir machen mal Play. Be safe. Discovered only in the last few years, despite this being a 20-year-old game. Essentially, we will input two buttons at once, which will cause the game to try to do two things at once. Eins für Männer. ja, es ist halt ein Mann. Es ist einfach mal ein Mann. Ich meine, der hat sogar Bartschatten. Der Typ, ja. So ein bisschen so einen gräulichen Bart halt, weißt du? Ja. Weil er halt einen schönen Haarwuchs hat. Hat wirklich eigentlich noch so ein Pokémon-Kissen dahin. Also er ist nie erwachsen geworden. Und, ja. Ja, und spielt halt in seiner Freizeit solche Games zu Tode. Also das muss man halt wirklich sagen, bei diesem Speedrunning, das muss man richtig exzessiv machen, um da gut zu sein. Ja, also, wie bei allen, krass. Ne? Ja, da musst du jeden Glitch kennen und so. So, mal sehen, was jetzt passiert. Run around, because they know Mommy is streaming. Anywho, we are just going to get started with this. Let me get my controller all ready to go. Ja, ist eine Frau. Ich sag, das ist eine Frau. Jawohl, wir haben eine biologische Frau. So, wir machen weiter. A lot of things that can make the game easier over time, including a whole entire difficulty dedicated to it. And these outfits do actually provide small benefits, but they're pretty negligible. Bin mir gerade nicht sicher, ob der Kommentator redet oder der Spieler. Es gehen beide Leuchten an, die haben das wahrscheinlich technisch ein bisschen komisch eingestellt. Ich würde aber meinen, das ist der Spieler. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, das war die Spielerstimme. Was würdest du denn sagen? Ist das ein Mann oder Du hast schon gesagt, es war der Spieler. Ja, ich würde nämlich auch sagen, das war der Spieler, das war ein Mann. Was ist hier los? Wie ist denn der Stand? 6-7 für Männer. Ach du Scheiße! Wir sind bei fast 50%. Okay, so, jetzt haben wir hier Lawweed Bunny Kins. Mal sehen, was sie sagt. With a isometric overworld, as you can see. Das war ja Ernst. So, the movement is this like 3D space and then. Das ist ein Mann, oder? Ja, das ist einfach mal ein Mann. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, was hier abgeht bei diesem Frauen-Event, wohlgemerkt. So, ich glaube, die Frauen haben jetzt wieder was. Angela is a really good character, but she is probably like the most auf Silent Hill oder sowas hier. Ja, Silent Hill. I think in the game. Das ist eine Frau, ja, oder? Plus eins. Ja. Genau, das ist eine Frau. Wunderbar. Wir machen ja unseren eigenen Speedrun. Ja. Also wir haben ja hier 40 Clips durchzuschauen. So, jetzt haben wir hier Abby's Corner. Das könnte Play. Schwierig sein, mal schauen. We're going to run outside. Also, you can see the cut on Ada's arm. That's because a major difference between original and remake is the fact that Ada is infected with a Plagueis parasite herself. And then we're going to get a call from Wesker here. Also für mich ist das gar nicht schwierig, Arti. Ich würde sagen, es ist ein Mann, aber es ist der schwierigste bisher. Echt? Okay. Ja. Aber ich finde immer, das liegt eindeutig. an den Ami-Stimmen irgendwie. Die sind immer so irgendwie so weich gespült. Nee, ich finde einfach vom Gesicht, also sorry, das ist... Ja, ich habe aber auch schon solche Frauen Ja, findest du? Also ich weiß nicht, irgendwie die Augenpartie einfach, die um die Augenbrauen so und... Ich könnte es jetzt gar nicht genau benennen, aber es kommt halt alles so zusammen. Ja, also wir sind uns aber einig, Mann, deswegen machen wir das einfach mal. Und liebe Zuschauer, wenn ihr was anfechten wollt, hier nach Schiebung ruft, dann könnt ihr gerne schreiben, an welcher Stelle ihr sagt, nee, da haben wir uns geirrt. Ich meine, wir sind ja auch nicht unfehlbar. Ihr könnt auch gerne euer eigenes Bingo-Ergebnis dann uns mitteilen. Genau, so, jetzt haben wir hier Est with the Horror Girl. Ist es also ein Girl? Ja. Yeah. Trepang Squared here is set in a... Moment, jetzt spricht die Kommentatorin. Ich suche nochmal nach einer Stelle. Ja, hier spricht sie. So, once we get about that distance in, it's like, okay, we have everything under control. I actually have the game downpatched, because the game is literally 8... Ist interessant, also sie ist eine Frau, aber das Gesicht ist halt sehr männlich, finde ich. Nee, und ich sag, das ist ein Mann, der seine Stimme extrem verstellt und auf irgendwelchen Medikamenten ist und so. Ich sag, das ist ein Mann. Oh Scheiße, was machen wir jetzt? Lass mal noch mal ein bisschen laufen, vielleicht. Ja, okay. Seconds faster, downpatched, because this one little skip that you can do,
where if you pick up the key to... Also, Die brüchige Stimme, wie unnatürlich und brüchig diese Stimme ist. Das ist doch völlig übertrieben. Also, das ist so eine Karikatur von einer Frau. Ich sag, das ist eindeutig ein Mann. Ja, am Anfang war es... Wir machen vielleicht nochmal weiter und dann treffen wir die endgültige Entscheidung. While you are crouched, it doesn't play this whole animation that happens of you, like, looking at this gun that you also pick up. So, that's what this does. Was meinst du nun? Also, ich sag Mann. Meine Stimme liegt auf Mann. Ich bin echt immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Einfach ja, komm, plus eins, Männer. Mann, gut. So, oh, ich sehe gerade, ich muss den Counter mal noch ein bisschen rüberschieben jetzt hier. Okay. Aber wir haben wieder Asuka, die haben wir schon mal gesehen. Du kannst also wieder bei Frauen ein plus eins machen. Ja, ist das legal? Ja, klar. Wir haben die doch vorhin schon gesehen, die Asuka. Ja, deswegen ja. Wie, deswegen? Na, wenn die jetzt noch fünfmal kommt, dann, weißt du? Ah, okay, dann machen wir es so, wegen mir, dann machen wir es so, okay. Gut, weil jetzt die Estwitte Horror Girl, die wir gerade hatten, die käme auch später nochmal vor. Dann, okay. Dann, lass uns beide auch weg, genau. Ja. Genau, okay, gut, das finde ich okay, damit bin ich einverstanden. So, ich skippe wieder rein ins nächste Video. Pacific, if you could let me know what won the color palette it wore. Das ist eindeutig, das ist eine Frau, die da sitzt, ja. Gut, weiter. 2, 1, let's get 'em. Thank you, Tom. Oh, cute, I heard what you... Ich würde sagen, das war eine Frau, die gerade gesprochen hat, oder? Gib's mir nochmal, das war, fand ich zu kurz gerade. Ja, ich guck nochmal, dass ich hier eine Stelle finde, wo das rosa Licht angeht, in der Mitte. Ja, hier geht das rosa Licht an. Moment. Oh my god. That is you're doing great, sweetie. You're doing thank great. Thank you. I just hope y'all are having a good time. We ja, are. Eine Frau. Ja. Ja. Würde schon sagen, eine Frau, oder? Ja, gut. So, nächster Clip. Jetzt geht hier das rosa Licht an. Left informed giant squid and they created Obzu, which is in a contrast to the desolate contemplated. Gut, er hat ja Say Sam drinne, also. Ja, das ist safe ein Mann. Also sowas von, ist das ein Mann? Es ist so krass. Er versucht es ja nicht mal. Ja, wie ist der Stand? 9-11 für die Männer. Krass, okay, das ist so absurd. So, Mist Waffles. This game is kind of a spin-off. Which is a game made Franzose oder was? Parents to play with their children, so casually it's pretty easy. Oh, ist das Echo the Dolphin? It's still pretty technical in a speedrun perspective, and this is why I really like this this game. Ja, das ist ein Kerl. Finde ich ein bisschen schwieriger, aber ich sag ein Kerl, oder? Ja, ist ja. Ein Kerl, ein femininer Kerl. Ja, gut. Nächster Kandidat. So. More. I'm gonna be running around trying to kill stuff, get some experience, get some loot. Das ist ein Mann, oder? Ja, ich frag mal, was. Also finden die einfach keine Frauen oder was ist das für eine Scheiße hier? Das ist absolut irre. Also ich habe hier nicht zu viel versprochen. They, them sind auch die Pronomen hier. Übrigens der Kommentator She, they, also es geht hier sehr bunt zu bei den Speedrunner. In der Frauensektion. So, jetzt haben wir Blue. Oh, das könnte schwierig werden. And yeah, that's my terrible voice. I hope that you will still be able to understand me. The good thing is I won't be alone because to join me with this game, I have. Ich bin der Meinung, das ist eine Frau. Ja. Leider eine Frau. Falsch abgebogene Frau mit dem She-Say. Ja, das ist eine Frau. Gut, nächster Clip. Oh, jetzt sind hier mehrere. Ich hoffe, ich finde mal was, wo hier die Dijon Ketchup spricht. Ja, gut. Aber hatten wir die rechts nicht Moment. Schon? Nee, wir hatten die in der Mitte. Die in der Mitte hat gespielt. Okay. Ja, okay, gut. So, wir hören mal rein. Correctly plan all your movements in order, you don't end up stuck anywhere. Very, very easy to get trapped by things in this game. Ah, jetzt spricht die Ante, verdammt. Ja. Sprich. I love little. Also, die links ist eine Frau. Soll ich mal plus eins machen dafür? Ja, warte, vielleicht findet man noch mal. Aber ich sag auch, das ist eine Frau, die rechts sitzt. Weißt du was? Wir machen eine Frau plus eins. Aber ich will dir mal reden hören. Jetzt habe ich es geskippt. Okay, ich gebe plus eins, ist egal. Ja. Ja, gut. So, jetzt haben wir Grey Google. Mach, sag mal, ey, jetzt mal eine ganz blöde Frage. Das She-Hör gibt es das gar nicht mehr, weil die alle hier She-Say haben? Ja, doch, natürlich. Guck mal bei Kommentatoren zum Beispiel. Der hat hier. Okay. Es hatten auch schon einige She-Hör. Okay. She-Day, da tun die sich wirklich explizit dafür entscheiden. Ich sehe von wegen, ich bin irgendwie divers, non-binär, hast du denn gesehen?
Ich bin Mehrzahl. Gut. Ja, cool. Wir hören mal Gray Google. Hey, special one from Super Metroid, which is Spore Spawn. We'll definitely see. Oh, jetzt seht's bei mir. But for, you know, length and all of that, it just made sense to do a bit of a shorter run. Yeah. So it takes these rooms that people have made and just sort of randomly... Ja, warte mal, ich brauche nochmal eine Stelle, wo Rosa spricht, ja, okay. Wir hören. Like really far away from somewhere. there's our Morphle. Hey! Ich bin irgendwie der Meinung, das ist ein Mann. Ja, es ist schwierig, aber ich tendiere auch dazu. Ja. Also könnte auch eine Frau sein, aber ja. Ich denke eher Mann, auch mit einem She-Day. Ich glaube, das ist ziemlich eindeutig eine Frau. Wir hören trotzdem rein. Patches run, which means that we are going to try and collect all of the male scout patches ja, as fast as possible. Das ist eine Frau. Die Frauen haben wieder eine Vertreterin bei ihrem Frauen-Event. So, oh, und das reicht dann auch schon. Ah, okay, warte. We are going to be playing any percent no out of bounds. What does that mean? Complete the game as fast as you can without doing any glitchy. Das ist eine Frau, ja. Eindeutig. Ja. Das ist eine echte Frau. Wolltest du es erst kurz anzweifeln? Hast du gedacht, das ist ein Mann beim ersten Bild? Ja, bei dem Standbild halt, das hätte auch ein Kerl sein können noch, weißt du? Okay, vielleicht. Ja. Aber ich finde krass, irgendwie trotzdem erkennt man das übelst schnell. Schon ohne Stimme, ohne dass sich was bewegt, wer ein Mann und wer Frau ist, finde ich. Na, ich finde immer, wenn die sich ein bisschen Mühe geben, dann braucht man ein Bewegtbild. Ja, okay. Weil dann immer so diese gestellten Fotos sind. Das macht es dann immer schön. Jetzt haben wir hier zwei. Die spielen, glaube ich, kooperativ nebeneinander. Die stehen ja oben nebeneinander. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. Okay, ich sag, es sind zwei Kerle. Ja, she, they, she, her. Also ich glaube, die rechts kann für mich eine Frau sein. Wir machen mal Play. Ja, Vegas. Ja. Wir müssen erst mal rausfinden, wer ist, ne? Ja, das ist egal. Yes. Ich mach mal kurz Pause. Können auch zwei Frauen sein? Die Video- und Audioqualität ist unterirdisch. Also ich würde meinen, es sind zwei Frauen. Ja. Was wollen wir machen? Lass mal noch kurz laufen vielleicht. Ja, okay. Everything is erased. And then sometimes we've got these co-op micro games that we have to do. Sometimes they're the same form, sometimes they're going to be each of us doing a different. Also die gerade rechts spricht, das ist für mich eindeutig eine Frau. Und links würde ich auch einfach mal davon ausgehen. Zwei Frauen, ja. Zwei Frauen. Machen wir zwei Frauen. Was ist das für ein Spiel? ja, WarioWare, das besteht aus so dämlichen Minispielen. Oder was heißt dämlich? Die sind bewusst dämlich gehalten. Also die gehen immer nur 10 Sekunden. Ja. Ja, Wahnsinn. So, jetzt haben wir hier wieder Multiplayer. Und zwar die zwei Herren unten oder Frauen. So, oh, das wird schwierig, weil die sind ja auch noch in Verkleidung. Wisst ihr, die haben diese Waluigi-Verkleidung. Oha. Ich glaube, hier haben wir ein gutes Frame. Ich glaube nämlich, das sind echte Frauen. Ich mache mal Play. Good incentive that people may be able to see on screen. I would love to. So, you can see behind us, we have a lovely Wattals table set up. Ich bin der Meinung, das sind zwei Frauen. Ne? Ja. Und das ist wieder das Krasse, wie gesagt. Also selbst wenn die sich so verkleiden, die haben halt was Feminines an sich. Also es ist sofort erkennbar für einen Laien. Ohne, dass wir jetzt hier irgendwas studiert hätten. So, Alexis goes moo. Da sehen wir das Plüschtier. Also ich hoffe, wir hören hier mal eine Stelle. Also ich gehe mal hier leuchtet das auf. Mal sehen, hören wir den sprechen. We're gonna need to reverse fight, so I'm gonna use something called angry. It's gonna go in and reduce the damage, I think. And then. Ja, das ist ein Kerl. Das ist ein Kerl, oder? Das ist ein Kerl. Ja. Es ist mal wieder ein Kerl. So, wunderbar. Dann hier She Day spricht. You a nickel, which is gonna extend her AoE attacks and do all this other stuff. Wie sie es halt auch nicht probieren, ne? Es ist so wie sie es einfach nicht probieren. Es ist ein Kerl, oder? Und dann noch so ein Pippi Langstrumpf-Avatar dazu. She Day, es ist ein Kerl. Wunderbar. Aber 17, 16 für die Frauen. Oha. Okay. Hier haben wir Metroid Prime. Ich glaube, die hatten wir schon mal. Die hatten wir schon mal, glaube ich. Aber wir sind doch fast durch. Komm, egal. Ja. Also. Vielleicht erkennen wir die Stimme ja wieder. She Annie hat die als. Du Scheiß. Warte, ich muss aber einen Clip finden, wo sie spricht, wo das rosa Licht leuchtet. Weil jetzt sprechen immer nur die Kommentatoren, das sehe ich. Hier,
Ja, leuchtet mal ihr Licht kurz, aber spricht sie, macht sie den Mund auf? Ja, okay, wir hören mal. Scooch up here. And you're scooching. Oh, almost. There we go. Scooch. There we go, yeah. We just get that little bitty section there, we would have to go. Also ich sag, für mich ist das eindeutig eine Frau. Gibst du den Frauen plus eins? Hab ich, ja. Wunderbar. So, ich glaube, jetzt First kommt hier jemand, den wir schon hatten. Ja, on. Die hat man schon. Cinematic hat man schon. Die hat zweimal gespielt. Also nichts. Dann machen wir weiter. Jetzt haben wir Naomi Plays. So, ich suche wieder, wo es rosa Licht leuchtet, aber ich würde auch davon ausgehen. Einfach mal schon vorverurteilt. Ja. Aber er sagt die ganze Zeit nichts. Nur der Kommentator spricht. Ich bin nicht bei 8 Minuten. Warum spricht er nicht? Sind da hier leuchtet es mal rosa. So, ich mach kurz davor und dann hören wir mal rein. Alright, so we're gonna go into Dead by Glamour, another pretty hard song actually to kind of get right, especially at the end. And a reminder, we are 1, 2, 3, 4 songs. Das ist ein Kerl. Das ist einfach mal ein Kerl. Ein Kerl mit lackierten Fingernägeln ist eine Frau. Ist ein Kerl. So. Herrlich. So, nächster Clip. Corvi May haben wir jetzt rechts sitzen. So, hier spricht sie auch kurz. Ich mach mal ein bisschen davor noch. Me, and I quote, under no circumstances will I accept 4 hours of Pokémon Battle Revolution. Schwierig. Okay, that was that hurt. Like not good, but the paralyzed doesn't really matter here. So the problem is that we got infatuated. We should have swapped out, honestly, but I didn't do it, and now I'm just gonna commit. You gotta commit to the bit. Look how fast they are. So, I love funny chat. Infatuation is a status effect of a 50%. I am gonna. Schwierig, sehr schwierig. Ja, ja. Das ist wirklich schwierig. Also helf uns mal aus, Zuschauer. Was meint ihr? Ah, du meinst Kerl? Ich könnte eher zu Frau sogar tendieren. Ja, dann lass mal den aus. Lass mal den mal aus. Hier? Den lassen wir mal unentschieden. Ja, dann machen wir es so. Machen wir's so. Oder ich mach plus eins bei beiden. Ist ja egal, ne? Nee, dann lass es aus. Lass es aus. Lass es lieber aus. Finde ich besser. Oder wollen wir noch länger hören? Das wird nicht besser. Das wird nicht besser. Ah, jetzt kommt hier nochmal Corvi May. Deswegen machen wir nächstes Video. Cell Kauf meint. Can end at level 2. So we enter the second floor at level 2. That makes level 2 just so much easier. But yeah, Kasaki, do you want to explain some things? Like, for example, Frau. This weapon? Ja, das ist eine Frau. Das ist eine Frau. So, wir müssten auch bald durch sein. Shalakitty kommt hier. Hier, jetzt spricht sie. Ja. Moment. Ah, oh, übrigens die Pronomen she, sie, also ZE. Ah, ich hab das hier, das ja nicht. Ich dachte, da steht 28 oder sowas. Nee, she, schrägstrich ZE, okay. Yeah, that's, luckily Sticky Business lets you copy and paste. Real quick, before we begin, just to explain what this category is about. All Pride Flags means I have to unlock every single Pride Flag in the game. There are 25 Pride Flags. Warte, bevor wir jetzt, es gibt Pride Flags in dem Spiel? Was ist das für ein Spiel? Das ist doch schon fast ein Let's Play dann. Limitless. Ach nee, warte, nee, Sticky Business heißt das Spiel. Sticky Business, ein PC-Spiel von 2023. Ja, das müssen wir uns ja eigentlich mal anschauen. Oha. Das schreibe ich mir gleich auf. Ihr hört mein Kuli, ich will jetzt hier. Kaspers Notizzettel. Genau, Sticky Business wird gezockt. So, und wie man gehört hat, ist aber eine Frau, richtig? Ja. Ja, man achtet übrigens auf das Bild. Guck mal links, da hat sie doch so eine Art Trans-Breitfleck irgendwie mit einem Huhn vermischt. So. Ja, stimmt. Siehst du das? Ja, aber das ist eine Frau. Gut, also was auch immer sie sich sieht, sie ist eine Frau. Jetzt haben wir hier Elite Spud, Daishi. So, ich sag's ein Kerl. Then we've got a blue guy here, this blue twirler. Oh. Normally blue twirlers don't show up until area 4, and now they're in the first room of the game. That should be an indication of what we're dealing with here. Ja, ist doch eine Frau, ne? So, we're extrem schwierig. Like, right on to our first hard room of- Ich würde aber auch zu Frau tendieren, tatsächlich. Ja. Wenn man das so ein Bild einzeln sieht, aber wenn man das sie dann sprechen hört, ich meine, das ist eine Frau, oder? Also, das war wieder das Beispiel mit Standbild, ne? Verwirrend. Frau plus 1, wie ist der Stand? 21 zu 17 für die Frauen. Wunderbar, wir haben nämlich jetzt das letzte Video. So, das letzte Video. Is probably a better question. What is that? So, what is 100% in this game? 100% in this game is getting all of the inventory items,
all the item upgrades, so like Level 2 Sword and Shield and like the powder. Das war doch mal ein schöner Ausklang jetzt mit dem Kerl, ja. Ja, sind wir uns einig, das ist nochmal ein Kerl. Wunderbar. Das heißt, wir haben damit mit einem Mann gestartet und mit einem Mann geendet, ja, beim Frauen-Speedrun. Ja. Damit steht es wie viel? 21:18 für die Frauen. Ja. Okay. Also fast 50%. Ja, ja, richtig krank. Junge. Wir haben 39 insgesamt und 18 von 39 sind 46%. Ja. 46% aller Leute, die hier mitgemacht haben, sind Männer. Bei einem Frauen-Event, das müsst ihr euch mal klar werden. Also, das ist absolut irre. Es ist wirklich bizarr, muss ich wirklich sagen. Also, immer wenn ich in meiner YouTube-Timeline diese Videos gesehen habe, ich dachte, hä, verarschen die mich? Weil ich habe immer nur Männer gesehen. Immer nur Männer gesehen bei diesem Frauen-Event, ja. Jetzt ich mag dann auch die Leute, die dann sagen, ja, also dass da sich Männer unter die Frauen mischen, das wird es vereinzelt mal geben beim Sport und so und in irgendwelchen Wettbewerben. Ja, Arschlecken. Vor allem könnte ich mir wirklich vorstellen, dass viele Frauen, die sich jetzt für Speedrunning interessieren, sich von dem Event eher noch abgeschreckt fühlen. Dass sie sagen, ach nee, das ist so ein bisschen so eine... Ja, ich sag mal Männerdomäne. So ein bisschen nee, aber auch so ein bisschen eine Weirdo-Veranstaltung, also wo halt, ja, also wo du vielleicht als Frau, die gar nichts zu tun hat mit dem Thema divers oder dich vielleicht sogar eher davon abgestoßen fühlst, dass du da gar nicht hin willst, weißt du? Ja. Dass du dann das Frauen-Event meidest. Weil wirklich, wir reden hier von 46% Männern, Leute. Das ist unfassbar krass. Und Tendenz selbst steigend die, wahrscheinlich. Ja. Ja, ja, und man muss ja noch dazu sagen, die ganzen Frauen, die ja da waren, da waren ja auch viele, die da trotzdem noch hatten She-Day oder so. Als ja, irgendwelche Modepronomen, ja, ja, ja. Ja, also kannst du sagen, 46% sind Männer und vielleicht dann nochmal oben 15-20% von den Frauen sind auch nochmal divers. Also kannst du bestimmt sagen, 2/3 der Leute, die hier teilnehmen, sind irgendwie, sind halt keine ganz normalen Standardfrauen, es sind irgendwie anders. Ja, ja, das ist halt krass. Ich hätte sogar eher so 80% tatsächlich gesagt dann. Ja, müssen wir nochmal zählen, aber ist auf jeden Fall sehr krass. Also das ist wirklich erschreckend. Beim nächsten Mal machen wir wirklich noch so einen Trans-Counter hier. Ja, da wird es schon zu komplex. einen kriege ich noch hin, aber ab dann, oh Gott. Ja, nee. Gut, ja, liebe Leute, lasst uns mal euer Endscore sozusagen hier mal da in den Kommentaren. Genau, hättet ihr richtig geraten? Oder was habt ihr getippt? Und ja, welche Frau hat euch am besten gefallen? Wer ist eure Hot-Schnitt von Frost Fatales? Und welches Spiel könnt ihr speedrunnen, vor allen Dingen? Oh ja. Und ja, mit diesen Hausaufgaben bis zum nächsten Mal. Tschüss.